finden. Das sind Konsonanten oder Konsonantenfolgen. Vokale werden separat behandelt, da sie meistens nicht explizit dargestellt werden, sondern nur angedeutet werden durch verschiedene Methoden. Statt die einzelnen Zeichen hier vorzulesen, möchte ich nur kommentieren, dass aus Gründen von Platzersparnis die Grundlinie der oberen drei Zeichenreihen stets genau über der grau getippten Maschinenbezeichnung ist. Also B, BR, darüber werden die entsprechenden Zeichen auf der Grundlinie positioniert. Hingegen in der letzten Zeile, wo das Kreuz ist, ist die Grundlinie etwas höher gesetzt, weil da viele Unterlängen vorkommen, die das Ganze sonst unübersichtlich machen würden. Auf dieser zweiten Seite habe ich alle die Zeichen markiert, die gemeiniglich als Oberlängen angesprochen werden. Das sind zweistufige Zeichen wie BR, CH, CHT, KR, F, FR, GR, J, Q, Q wie Quelle. Was haben wir da noch? TR zweimal aufgeführt. Einmal kommt das T als Aufstrich T vor und einmal als Abstrich T. Das erste T ist das Abstrich T, das zweite ist das Aufstrich T. Und das Abstrich T, das große Abstrich T, steht für die Konsonantenkombination TR. Dann folgt V und schließlich das X. Auf der nächsten Seite sind dreistufige Zeichen markiert mit Gelb. Die werden auch genannt Ganzlängen oder große Zeichen. Wie SCHR zum Beispiel schreiben, SPR wie Sprosse, STR wie Straße, ZR wie irgendwas, wo man vielleicht das E ausgelassen hat, wie Zern. Was haben wir dann? Als letztes haben wir die kleinen Zeichen, auch halbstufige Zeichen genannt. Kleine Zeichen, das sind halbstufige Zeichen oder sogar noch kleinere. Die werden aber zusammengefasst als kleine Zeichen. Wie K zum Beispiel, das L, was noch kleiner als K gezeichnet wird. Es fällt hier auf, dass bei Fingersteno nicht so exakt immer positioniert werden kann, wie bei dem normalen Stiftsteno. Es hat sich aber gezeigt, dass das hinreichend genau ist, sodass man nur ungefähr wissen muss, unterscheiden können muss, ob es näher der Grundlinie ist oder näher der Halbierung von zwischen zwei Stufen, also innerhalb einer Stufe. K und KR unterscheidet sich optisch deutlich und KR müsste an für sich eine ganze Stufe groß sein, aber bei Fingersteno hat sich gezeigt, es funktioniert, man kann es auseinanderhalten, zumal wenn man bei Fingersteno alles videografiert. L gehört dazu, N gehört dazu, das ist besonders klein. Man könnte auch sagen, das ist nicht halbstufig, das ist viertelstufig. Was haben wir noch? R, RS Kombination, dann S und das war es auch schon. Gehen wir auf die letzte Seite, ob da noch was Besonderes steht? Nein.
Damit hätten wir erstmal eine grobe Vorklassifizierung.